Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV zu einem neuen Orakel vom WWE Pay-Per-View TLC. Wir spielen das Ganze mal wieder im neuesten Teil von der 2K Wrestling-Serie WWE 2K18 nach. Und ja, das Match gab's ja schon, aber es gibt eine Änderung, denn Roman Reigns muss krankheitsbedingt das Match sausen lassen. Das gleiche war ja auch schon in dem anderen Orakel, was ich euch heute schon präsentiert habe. Mit Bray Wyatt, der Fall jetzt ist Kurt Angle, it's true, it's damn true. Mit Dean Ambrose und Seth Rollins in einem Team. Und wir machen wieder mal, da es nicht geht, 5 Gegner einzustellen. 3 gegen 3 ist das Maximum in dem Spiel, obwohl immerhin 4 gegen 4 jetzt eingeführt wurde. Aber man kann trotzdem noch nicht 3 gegen 4 spielen oder so. Oder 3 gegen 5. Es geht nur 3 gegen 3 maximal. Und deswegen die Gegner heute The Miz, Braun Strowman und Kane, wie es auch schon im ersten Teil meines Orakels der Fall gewesen ist. So, und da kommen wir direkt mal als Kurt Angle zum Ring, den ich selbstverständlich nehmen werde, denn den gab es nämlich als herunterladbaren Teil meines Vorbestellerpaketes. Und da ist er. Und ich habe, oh, ohne Mist, da kriegt man richtig Gänsehaut. Kurt Angle. Ich habe ihn damals, als Eddie Guerrero verstorben ist und Kurt Angle von Raw zu SmackDown kam. Er ist für mich echt einer meiner All-Time-Favorites geworden. Ich würde mir jetzt zwar kein T-Shirt oder so von... Doch, ich würde mir mittlerweile ein T-Shirt von ihm kaufen. Jetzt habe ich gar keine Argumente mehr, die dagegen sprechen. Auf jeden Fall, es wird, glaube ich, einfach nur richtig heftig. Muss aber dazu sagen, dass ich glaube, in dieses Match wird Jason Jordan eingreifen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Kurt Angle, sein Vater, sein Storyline-Vater, keine Hilfe von Jason Jordan bei einem Kampf 3 gegen 5 erhält. Was natürlich sehr, ich bin mal gespannt, wie die WWE das verkaufen will. Kurt Angle ist ja eigentlich so eine Respektperson. Wie das dann ablaufen soll, weil rein theoretisch könnte er einfach dann alle feuern nach dem Match, wenn die ihm zu krassen Schaden hinzufügen. Und jetzt kommt erstmal The Shield, beziehungsweise bestehend aus Seth Rollins und Dean Ambrose zum Ring. Und weil es schon bei den House-Shows so war, die jetzt gewesen sind, habe ich den quasi das alte Outfit gegeben, aber mit dem Shield-T-Shirt, was es jetzt neu gibt. Und schauen wir mal. It's now time for the six-man tag team match that I think we've all been waiting for. Well, I can't speak for everybody, Michael, but I can't. Und ehrlich, ja, das muss ich irgendwie auch noch so versuchen, dass ich die richtigen Worte finde. Also ich habe Bock auf das Shield Comeback, aber ich bin jetzt nicht traurig drum, dass es eben nicht in dieser, ja, in diesem Pay-Per-View funktioniert, weil ich glaube, das Shield Comeback kann besser werden als in dieser Matchpause, die für TLC angesetzt war. Allerdings finde ich Kurt Angle auch etwas, ja, unlogisch. Wenn man mal bedenkt, in der letzten Raw-Ausgabe stand Kurt Angle im Ring und The Shield kam. Und die haben ja Kurt Angle quasi aus dem Ring rausgeschmissen. Und irgendwie ist das jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, so ein merkwürdiger Beigeschmack. Jetzt kommt erstmal The Miz wieder zum Ring. Das Ganze hatten wir ja schon mal, wir werden uns wieder bis zum Schluss anschauen. Und ja, auch für den Fall, warum ich denn glaube, dass Jason Jordan in dieses Match eingreifen wird, das liegt einfach daran, weil Jason Jordan hat ja auch irgendwie so eine kleine Mini-Fehde gegen The Miz gehabt. Und ja, deswegen glaube ich eben, dass er eine Rolle spielen wird. Ich hoffe natürlich, von mir aus kann der da was machen, aber dann bitte nicht irgendwie so total überpowered gegen Braun Strowman oder so dargestellt werden. Also wenn, soll sich seine Attacke dann schon gegen The Miz richten. Aber ich glaube, das wird interessant. Ich denke mal, Jason Jordan wird nämlich das Team von The Miz den Sieg kosten. Und dadurch wird dann die Raw-Ausgabe sehr interessant, weil dann wird nämlich The Miz dann rauskommen und sagen, ja, hier, ohne dein Söhnchen hättet ihr ja gar nicht gewonnen. Kurt Angle, du hast es gar nicht drauf. Und ich denke mal, es wird auf ein Einzelmatch nochmal zwischen The Miz und Kurt Angle hinauslaufen. Weil, ja, Kurt Angle gegen Sheamus, Cesaro, Braun Strowman, Kane, glaube ich nicht. Unglaubwürdig. Jetzt kommt er erstmal. Braun Strowman. Findest du auch interessant, wie die WWE das geschafft hat. Braun Strowman war eigentlich bei den Fans mega beliebt. Und jetzt haben sie es irgendwie hinbekommen, dass Braun Strowman, was ja eigentlich auch wirklich seine Rolle ist,
dass er einfach wirklich so ein richtiges Monster ist. Du kannst einfach als Zuschauer ist es irgendwie doch absurd, wenn du einem richtigen Monster, der einfach alles zerstört, wenn du dem zujubelst. Und jetzt haben sie es irgendwie echt gut hinbekommen, dass Braun Strowman wieder so einen richtigen Turn hingelegt hat, so um 180 Grad, vom Liebling zum richtig Gehassten. Finde ich aber gut. Für mich aber trotzdem definitiv ein potenzieller, glaubhafter Universal Champion. So, und jetzt kommt nochmal der Letzte im Bunde. Bin echt mal gespannt, wie lange Kane in der WWE jetzt bleiben wird. Ob das was Dauerhaftes ist oder ob er wieder unterm Ring verschwindet und dann wochenlang nicht gesehen wird oder monatelang. Tja. Hoffen wir mal, dass es meine Teammitglieder besser machen als beim letzten Mal, wo irgendwie ich der Einzige war, der überhaupt geguckt hat, dass da keiner mal die Leiter hochklettert von den Gegnern und das Ganze zu verhindern. Der Knaller war echt Roman Reigns, wie er das gesehen hat, einfach den Ring verlassen, einfach gegangen und hat irgendwie draußen sich so um so unwichtigen Kram gekümmert. Also hoffen wir wirklich mal, dass das hier besser wird. Also muss ich auf jeden Fall wieder nachziehen. So, da legen wir los. Ich werde mir mal direkt The Miz schnappen, was aber auch irgendwie schon Dean Ambrose macht. Dann schnappe ich mir halt hier Braun Strowman, wenn er sich Seth Rollins hier schnappt, dann schnappen wir uns ihn. Ich wette, es wird einen hier Olympic Slam geben von Angle gegen Braun Strowman. Ach Mist. Müssen gleich mal sehen, dass hier jemand Stimme bekommt. Kurt Angle war auf jeden Fall sehr träge, das kann man schon mal hier festhalten. Nein, 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 geh weg, Braun Strowman, geh weg! Den habe ich schon reversal, oder? The Miz with the offense. Oh Mann, ey. Also was auf jeden Fall nicht mehr geht im Spiel, ist mir schon aufgefallen, dieses Dauergehämmer. Dann hat er eben wie die Faust, die er gerade gemacht hat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Kane, was hast du denn vor hier? Jawohl, einfach mal hier alle umgerannt. Das sieht aber mega schlecht aus. Ich weiß nicht, so total langsam und dann fallen die um, als wäre ich mit 180 km/h gegen die gerannt. Jawohl. Was ist los, Missy? Nein, Kane! Dean Ambrose! Dean Ambrose! Bitte auf die Leiter! Ich sehe es echt schon kommen, dass die KI hier wieder so dumm ist. Aber bis jetzt geht's noch. Aber wir wollen ja nicht, dass das Match hier schon wieder in einer Minute vorbei ist. Und deswegen werfen wir die Leiter mal raus. Was macht der denn jetzt hier? Komm, hier mal The Miz irgendwie mal auf die Reise da schicken. Oh, 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 ich hab glaube ich gerade... eigenen Mann umgehauen. So. It's true, it's damn true. He's bringing it back inside the ring now. Man, Seth Rollins is just relentless. Jetzt hört er mal auf, da hochzuklettern, Mann. Warum richtet der sich denn nach The Miz?
Here comes Ambrose. Somebody wound him up and he's off and running. Braun Strowman doing a great job of turning that around. Warum fällt denn Ambrose jetzt da runter? Das war doch voll der Grafikglitch. Ich hab doch niemals, das kann jetzt nur gewesen sein, weil ich da hingerannt bin, aber ich hab doch niemals die Leiter da jetzt berührt. Here it is. He's delivering an old-fashioned butt kicking right here. Huh? He's trying to mangle his face here. Jawohl. Einmal durch die Leiter bitte. Ja, dann macht's halt Seth Rollins. Sauber. Things definitely aren't looking very good for him right now. Und nein, jetzt zieht mir Seth Rollins mein Signature wegen der Aktion. Oh, kannst doch platzen, Mann. Dean Ambrose unterbricht das. Ich habe wenigstens geschafft, dass ein Tisch kaputt geht. Und Seth Rollins auf der Leiter. Wird das der Sieg? Just making his presence felt there. Oh boy, he is rolling. Ich glaube, das sieht gut aus. Jetzt kommt Braun Strowman rein. And Byron, he's still down after that one. Yeah, that did some big time damage, Michael. Jawohl, wir haben gewonnen! Seth Rollins. Gut, das war jetzt auch nicht so das perfekte Match, aber ohne Mist, bei dieser KI lässt sich das gar nicht vermeiden, weil es einfach krasser Zufall ist, was hier dann so abgeht. Es ist einfach zu viele Leute dann. Aber haben wir gewonnen. Sieht sehr, 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 sehr gut aus. Nachdem wir das letzte Match ja noch verloren haben. Und ich habe immerhin einen durch den Tisch geschmissen, also. Ganz so schlecht war es nicht. Leider ein relativ kurzes Match. Ich glaube eigentlich, dass da viel mehr Potenzial drin steckt. Aber mit der KI kannst du das total vergessen. Yeah. Und jetzt die Shield-Faust. Ja, Leute, das war's dann mit der zweiten Nachholversion vom TLC-Orakel mit Kurt Angle an der Seite von den Shield Brothers. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video, dem Match mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, wie ihr es findet, dass Kurt Angle jetzt an der Seite von den beiden ist. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann einfach mal ein Abo hinterlassen. Jeden Tag um 12 Uhr gibt es eine neue Folge von meiner WWE 2K18-Karriere. Würde mich freuen, wenn ihr den Weg mit mir gehen würdet. Ansonsten könnt ihr gerne auf meinem Discord-Channel vorbeischauen. Link unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort anzutreffen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Habt viel Spaß mit dem Pay-Per-View. Ich wünsche ansonsten noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.